Mittagspause kommen zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur vierten Episode von Wissen to Go. In der heutigen Episode möchte ich ein bisschen über Harze philosophieren. Also im Allgemeinen stellen Harze sekundäre Stoffwechselprodukte von Pflanzen bzw. von Bäumen dar und diese werden über Harzkanäle an den Pflanzen bzw. auch in die Baumoberfläche hinausgeleitet und diese schleimlösenden Stoffe wirken antibakteriell, antifungal und antiparasitär gegenüber ein paar Wurmarten. Diese fettlöslichen Stoffe bzw. Substanzen dienen natürlich der Wundverschließung der Pflanze bzw. des Baumes, aber haben auch hier sehr viele gesundheitliche Vorteile. Zum Beispiel beinhalten sie viele Gerbstoffe, bestehen aus Wasser, aus ätherischen Ölen, aus vielen verschiedenen Harzsäuren und aus Farbstoffen. Ätherische Öle können aus Lärche, der Schwarzkiefer und der Zirpe, auch Arve genannt, gewonnen werden und diese können für ein allgemeines gesundheitliches Wohlbefinden beitragen. Sie stimulieren unser Herz-Kreislauf-System, unser Nervensystem, unterstützen auch unsere Nieren bzw. unsere Nebennieren, unser Lymphsystem. Sie schaffen auch für Klarheit und stärken unser Bioenergiefeld. Zudem können wir auch diese Wundmechanismus, den die Bäume auch verwenden, auch für uns verwenden, denn wie gesagt, sind Harze antibakteriell bzw. wirken antibakteriell und adstringent, das heißt, sie unterstützen zum Beispiel trockene Haut bzw. verwundete Haut, sich wieder besser zu schließen. Zudem kann man auch neben ätherischen Öl auch das Harz verwenden und drauf rumkauen und hier zusätzlich für eine Mundhygiene sorgen. Das heißt, die Zähne werden dadurch wieder natürlich weißer bzw. werden weiß und Mundgeruch kann vorgebeugt werden, wenn man ein bisschen an Harz rumkaut. Früher war es gang und gäbe, eine flüssige Substanz aus dem Harz, nämlich das Terpentin, für die innerliche Anwendung zu verwenden. Zum Beispiel um Hefen, Pilze der Gattung Candida effektiv zu bekämpfen. Diese siedeln sich unter anderem in der Darmschleimhaut an. Für die meisten Menschen, die ein intaktes Immunsystem haben und ihre Darmflora im Gleichgewicht bzw. im Yin und Yang ist, stellt dieser Pilz bzw. dieser Hefepilz überhaupt kein Problem dar. Allerdings aufgrund der Tatsache von Medikamenten, falscher Ernährung bzw. überwiegend industrielle und verarbeitete Kost sowie Umweltgifte, Bewegungsmangel und sonstige nicht gesundheitsförderliche Einflussfaktoren, sage ich mal, fördern einfach dazu, dass unser Darmmilieu in Ungleichgewicht kommt und dieser, zum Beispiel diese Candida oder dieser Hefepilz, diese Situation nutzt und unsere Darmflora in Ungleichgewicht bringt und sich weiter verbreitet und dann hier auch chronische Krankheiten verursacht, wie zum Beispiel Reizdarmsyndrome, chronische Müdigkeiten, Depressionen, Belege im Mundraum, Mundgeruch und sonstige Erkrankungen. Dieser Pilz ernährt sich halt überwiegend von dem Nahrungsbrei, den wir aufnehmen und das verursacht natürlich auch chronische Müdigkeit, weil unser Körper mit der Verdauung beschäftigt ist, aber dieser Pilz unsere Nährstoffe aufnimmt und für unseren Körper sozusagen nichts übrig bleibt. Das heißt, die Energiebilanz ist sehr schlecht, das heißt, unser Körper verbraucht für seine Verdauung Energie, bekommt aber im Gegenzug nichts davon und das kann natürlich auch Heißhungerattacken auslösen. Heißhungerattacken können zum Beispiel folgen und der Pilz ernährt sich halt überwiegend bzw. bevorzugt natürlich raffinierten Zucker bzw. einfache Kohlenhydrate. Auch eine US-amerikanische Heilpraktikerin, Dr. Jennifer Daniels, hat sich mit dem Thema Candida umfangreich beschäftigt und hat erfolgreich den Pilz bekämpft mit eigenen Erfahrungsberichten bzw. eigenen Tests an ihrem Körper und natürlich auch mit Erfahrungsberichten von Patienten und natürlich auch vom alten Wissen von speziellen
Bibliotheken bzw. anderen Protokollen und Erfahrungsberichten von der älteren Generation. Und sie ist halt so davor gegangen, dass sie entsprechenden Würfelzucker genommen hat, also 3 Würfelzucker aufeinander gestapelt hat, 1 Esslöffel Terpentinöl genommen hat und das über die Turm sozusagen drüber gekippt und diese dann mit viel Wasser runtergeschluckt und hat auch hier festgestellt, dass sie sich besser gefühlt hat und auch mit ihren Patienten erfolgreich Candida bekämpft hat. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten. Also Dr. Daniels empfiehlt zum Beispiel, dass man während der Kur destilliertes Wasser trinken sollte. Man sollte mindestens 3-mal am Tag Stuhlgang haben. Da muss man halt dementsprechend seine Ernährung umstellen mit Flohsamenschalen und einer ballaststoffreichen Ernährung dürfte es normalerweise kein Problem sein. Und man muss auch ein gewisses Maß finden. Also man darf hier nicht übertreiben, weil dann natürlich auch der gegenteilige Fall eintreten kann und man Übelkeit entwickeln kann, chronische Müdigkeit und sonstige Beschwerden verursacht werden können. Also da ist halt wirklich Maß geboten. Zum Beispiel rät sie auch von der täglichen Einnahme von Terpentin ab und empfiehlt die Einnahme von einem Intervall innerhalb von 4 Tagen. Und auch ich habe die Kur für ca. 3 bis 4 Wochen gemacht und habe mir halt Terpentin mit dem entsprechenden Zucker eingenommen. Und am Anfang hat es bei mir wirklich gut gewirkt. Ich habe mich auch besser gefühlt. Allerdings habe ich nach 3 bis 4 Wochen am Ende einmal übertrieben und habe mal aus Neugier, sage ich mal, einfach mal 3 Esslöffel Zucker genommen und 1 Esslöffel Terpentin drüber gekippt und das dann eingenommen. Und ich muss sagen, das war ein bisschen too much, es war zu viel. In der darauffolgenden Woche habe ich mir eine Infektion eingehandelt und ich habe mich schlechter gefühlt und eine Erkältung war auch eine Folge. Daher, wie gesagt, ist es ja wirklich wichtig, die Regeln, die sie empfiehlt im Protokoll, auch wirklich Schritt für Schritt durchzuziehen und sich auch an die Anleitung zu halten. Zusätzlich habe ich auch noch unterstützen, damit ich halt wirklich an die 3 Tage am Stuhlgang komme, damit es halt wirklich nicht zu Rückvergiftungen kommt und dass halt wirklich alles ausgeschieden wird. Auch die organische Schwefelkur von Dr. Probst mit durchgezogen und ich finde, halt, das ergänzt sich halt nochmal zusätzlich, weil der Körper dadurch mit negativen Ionen geflutet wird. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und das Protokoll, das verlinke ich auch nochmal in der Infobox, damit ihr euch nochmal nachlesen könnt und wirklich auf einem sicheren Stand seid. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Harze sehr viele Anwendungsmöglichkeiten haben und unsere Gesundheit ganzheitlich fördern können, sei es, dass man ätherische Öle nimmt, zum Beispiel die Terpentinkur durchführt oder einfach an Harz rumkaut, um für seine Mundflora etwas besser zu sorgen. Aber wie gesagt, ist es halt auch wirklich wichtig, Maß zu halten, denn Harz hat dann natürlich auch seine Schattenseiten. Das kann natürlich für Hautreizungen sorgen, für Entzündungen sorgen und unsere Nieren auch belasten. In dem Fall von mir meine eigenen Erfahrungsberichten, dass ich mal mit dem Terpentin auch einerseits mit der oralen Einnahme übertrieben habe, also mit der innerlichen Einnahme, aber ich habe auch mal das als basisches Bad verwendet und einfach mal frei Schnauze, sage ich mal, einfach Terpentin ins basische Bad reingefüllt und ich muss sagen, danach war meine Haut wirklich sehr gereizt, es hat gebrannt und gejuckt und das kann ich wirklich nicht empfehlen, da würde ich halt lieber wirklich ein paar Tropfen empfehlen oder nur, je nachdem wie viel Wasser ihr reintut, vielleicht einen kleinen Messbecher oder einen Teelöffel höchstens reintun, damit ihr von den gesundheitlichen Vorzügen profitiert. Ich habe auch mal zum Beispiel Oreganoöl verwendet, beziehungsweise nutze es auch ab und zu mal und da kann ich halt sagen, wo ich das erste Mal verwendet habe, das Zeug brennt wie sonst noch was und da ist halt wirklich wichtig, solche Sachen im Maßen und mit Bedacht zu verwenden. In diesem Sinne, spasiba za osmotrit und ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Informationen näher bringen und
ich kann im ganz Allgemeinen nur sagen, Bäume sind wunderbar und wir sollten viel mehr von ihnen lernen und sie in unser Leben inkludieren. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.